Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Hanus. Ich habe hier zusammen mit Herrn Luttenberger diese RIG-Vorlesung auch initiiert. Deswegen mache ich Ihnen eine kurze Einführung dabei. Wir hatten uns überlegt, erzähle ich doch mal kurz was dazu, weil das jetzt die erste offizielle RIG-Vorlesung in dieser Donnerstagabendreihe ist, ist die Serie. Wir hatten uns mal überlegt, wir wollen auch mal wieder etwas erzählen, was unser Institut so macht. Wir haben die RIG-Vorlesung unter das Motto gestellt, programmieren kann jeder, vielleicht noch nicht als Fragezeichen, weil es ja häufig so ist, dass man so gar nicht weiß, vielleicht so was allgemein, was Informatiker vielleicht so machen, an welchen schwierigen Problemen die arbeiten. Weil häufig wird gesagt, wozu braucht man das? Man hat doch Google und da fragt man da einfach alles nach und die können ja alles machen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in dieser Reihe, in dieser RIG-Vorlesung etwas darüber, dass Kollegen hier von unserem Institut darüber berichten, was gibt es an schwierigen informatischen Fragestellungen, womit beschäftigt sich die Informatik und womit wird hier am Institut insbesondere geforscht und was wird hier auch an Lösungen erarbeitet. Da freut es mich, dass heute ein Antrag gemacht wird durch Herrn Koch. Er leitet die Arbeitsgruppe für multimediale Informationssysteme. Ja, und der Name sagt schon alles, Multimedia, das ist eben sein besonderes Steckenpferd, wo immer interessante Dinge erarbeitet. Und heute erzählt er uns etwas über Computer Vision im praktischen Einsatz. Ja. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich zu der späten Stunde noch die Studierende auch gekommen sind und andere. Und ich möchte eine etwas provokante These hier vertreten. Rechner sehen einfach besser. Naja, besser als was? Natürlich besser als der Mensch. Ha, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Und in der nächsten Stunde möchte ich mich diesem Thema widmen. Erste kleine Motivation. Dann möchte ich mal kurz erläutern, natürlich auf einem bestimmten Level nur, wie sehen eigentlich wir Menschen und wie sehen Computer? Oder wie können natürlich die Programmierer dem Computer das Sehen beibringen? Und was tatsächlich schon gut beherrscht ist, das ist das Rechnersehen, die sogenannte Machine Vision in der Industrie. Qualitätskontrolle, alles, wo es sehr kontrolliert zugeht, da kann man sehr gut den Computer einsetzen und vor allen Dingen das Rechnersehen einsetzen. Da werde ich ein paar Beispiele zu bringen. Aber dann der echte Schlüssel, wenn ich mich weiter von dieser sehr beschränkten Sichtweise wegbewegen möchte, das heißt, ich möchte zum Beispiel navigieren. Und das wird ein großes Thema hier sein. Wie navigiere ich, was brauche ich dafür als Mensch? Ich brauche natürlich erstmal meine Sensorik, ich muss wissen, wo ich bin, wie ich mich bewege. Ich muss aufpassen, dass ich nirgendwo gegenlaufe, dafür habe ich zum Glück meine Augen. Und genauso wird auch der Computer Augen benötigen, um das Ganze so zu machen, dass er nicht der Rechner, der Computer nicht irgendwo gegenknallt. Und ich habe eine gewisse Vorspannung hier in dem Ganzen. Ich rede viel über ein Projekt mit Daimler oder auch von Daimler. Das ist das Daimler Six Division Projekt, was die letzten 10 Jahre überlief und ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Und der Schlüssel, was die Daimler-Forscher sagen, ist, schneller reagieren als der Mensch. Und das bedeutet aber auch erstmal sehen und dann entscheiden und trotzdem noch schneller sein. Das wird ein Vortrag werden, der zu einem großen Teil, sage ich mal, bestimmt die Hälfte der Folien würde mir von Daimler zur Verfügung gestellt. Ich will jetzt keine Werbung für Daimler machen. Der Hintergrund ist der, dass wir tatsächlich seit 2001 mit Daimler sehr viel zusammen gemacht haben und in diesem Projekt auch gerade in den Anfängen viel gemeinschaftlich gemacht haben und geforscht haben. Und ich finde es ganz fantastisch, dass Daimler es geschafft hat, andere Firmen gibt es natürlich auch, aber Daimler kenne ich eben gut, wirklich von einer Idee zu einem echten Produkt zu kommen an dieser Stelle. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen das Experiment zeigen, was letztes Jahr lief, die Bertha-Benz-Route, vollautonomes Fahren, komplett quer durch Deutschland. Das möchte ich Ihnen also hier heute zeigen. Und ich habe schon gesagt, Computer brauchen Augen, sie brauchen aber auch Sensoren, Aktoren, sie müssen sich bewegen und eines der Schwerpunkte, die heutzutage sehr wichtig ist und auch zum Beispiel in Japan besonders forciert wird, aber auch anderswo, sind humanoide Roboter.
Und da kann man sich natürlich fragen, wie weit sind wir da eigentlich? Es gibt Roboterligen, die Fußball spielen mit humanoiden Robotern. Es gibt verschiedenste Aspekte. Fast täglich wird in den IEEE News was berichtet über Roboter. Ist das jetzt Vision oder Wirklichkeit? Und ich will mal anfangen mit dieser Person hier. Ist wahrscheinlich einigen bekannt. Das ist doch sicherlich ein Mensch, oder? Oder ist es doch ein Roboter? Ja, das ist nicht ganz klar, aber wir wissen natürlich, kaufen kann man diesen Roboter nicht, T-irgendwas, ja, höchstens als Maske, das kommt aus dem Bereich der reinen Fiktion. Wie sieht das heute aus? Heutzutage gibt es viele Roboter und speziell im Bereich der Service-Robotik werden hier Anstrengungen unternommen. Speziell auch, da muss man gucken, ob das wirklich sozialverträglich ist, im Bereich der Altenpflege, der Handreichung im Haushalt wird stark daran gearbeitet, solche Roboter zur Verfügung zu stellen. Und hier ist ein Roboter vom Karlsruhe Institute of Technology, KIT. Das ist jetzt von Stand 2010, gibt natürlich vergleichbare Projekte. Dieser Roboter ist ganz nett, weil er nämlich so sehr menschlich aussieht. Er hat zwei Augen. Jedes Auge hat sogar zwei Kameras, nämlich für Nah- und Fernsicht. Er hat einen Kopf, den kann man bewegen, die Augen können sich bewegen, hat Gleichgewichtssinne und auch Ohren zum Hören. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel von 2010 mal zeigen, das natürlich zeigt, wo stehen wir im Augenblick dort. Wie gesagt, ist nur ein Ausschnitt. Ich hoffe, dass der Sound funktioniert. I can see the following objects. A green cup, a car in its light, a red cup, a bottle of cereal, a blue cup, a green tea plate, a rice box, a mashed potatoes box. Der Roboter hat das analysiert. Bring me the green cup from the sideboard. Going to bring you the green cup from the sideboard. Und jetzt sieht man da unten mal 4. Das ist die vierfache Geschwindigkeit, die hier gerade aufgenommen wurde. Der Roboter ist also relativ langsam, würde ich mal sagen. Ja? Aber immerhin, er schafft es. Kann auch andere Aufgaben, zum Beispiel den Geschirrspüler ausmachen. Und Sie sehen, das ist natürlich gar nicht so einfach, überhaupt erstmal den Griff zu finden. Das ist mit Vision und dann mit Haptik, mit Gefühl wird dann entsprechend versucht zu greifen und dann wird aufgemacht. Naja, sagen wir mal, das für einen Haushalt ist noch nicht ganz so weit, aber gerade im Pflegebereich wird tatsächlich sehr daran geforscht. Wie sehen wir denn eigentlich die Welt? Und ich mache das mal ganz plakativ. Im Großen und Ganzen nehmen wir die Welt sehr ganzheitlich wahr. Wenn ich also hier reingucke, dann nehme ich erstmal den ganzen Raum wahr, global nenne ich das. Aber dann wird eine Aufmerksamkeitssteuerung durch zum Beispiel Bewegung oder durch Farben initiiert. Das heißt, wenn sich irgendwas bewegt, dann merke ich das automatisch. Meine Augen machen Sakkaden, springen hin und her. Wir kriegen also Merkmale, Bewegung und Farben. Wir können auch Raumwahrnehmung haben, dadurch, dass wir zwei Augen haben, die stereoskopisch sehen. Nahe und entfernte Objekte, allerdings eher qualitativ. Wir können ganz gut sagen, das eine Objekt ist hinter dem anderen oder neben dem anderen. Genau 2,75 Meter ist schon schwieriger. Also qualitative Analyse ist gut, quantitative nicht so gut. Wir können sehr gut gruppieren, das heißt feststellen, das sind zusammengehörige Objekte, das ist sehr wichtig für uns. Und das Ganze ist natürlich extrem vom Vorwissen geprägt, von unserer Erfahrung, vom Lernen. Und das ist eine der großen Stärken. Menschen können aufgrund von sehr wenigen Beispielen schon komplexe Szenen merken und analysieren. Und das führt zur Interpretation. Wir sind befähigt zu einer Interpretation der Szene. Und daraus kann zum Beispiel Handlung erfolgen. Allerdings dauert das immer seine Zeit. Dieser Aktionszyklus, bis ich überhaupt wahrnehme und dann irgendwas machen kann, bin ich bei 200 Millisekunden und mehr. Das heißt, für einen Computer ist das relativ lange Zeit. Wenn ich jetzt mal so ein Bild mir angucke, was passiert dann? Sie sehen auf dieses Bild und als erstes wird man wahrscheinlich sehen, ich weiß, ich habe unglaubliches Vorwissen, ich weiß, ich fahre wahrscheinlich diese Straße entlang. Das nehme ich mal an. Da steht so ein Auto.
große, dickes Auto mit Farbe steht auf der Straße, ich bin schon mal vorsichtig. Dann wird analysiert, man sieht, okay, da fließt der Verkehr, das sehe ich zwar nicht, aber im wahren Leben würde ich das sehen. Ist alles eigentlich gut, dass die Autos sind auf der richtigen Seite. Und dann passiert dieses hier. Diese Person kommt hier raus und das lässt gleich die Bewegung sozusagen dieser Person, lässt bei uns die Alarmglocken schrillen und wir werden bremsen. So funktioniert ungefähr vielleicht unsere Wahrnehmung. Wie ist das bei den Rechnern, Computern, Computer Vision? Computer analysieren ein Bild typischerweise lokal, durch Filtern. Bestimmte lokale Informationen werden erstmal extrahiert und dann global umgesetzt. Auch hier sind Merkmale ganz wichtig. Wir können also Bewegung, Farbe analysieren, Tiefe auch. Und das können wir als quantitative Merkmale analysieren. Das heißt, wir können als Computer viel besser messen. Wir können sagen, diese Objekt bewegt sich mit der Geschwindigkeit und ist so und so weit weg. Da sind Computer zum Teil besser als der Mensch. Also Computer als Messgerät sozusagen. Gruppieren können Computer auch, aber das ist ein schwerer Prozess und oft geht es fehl. Also man muss da schon sehr viel reinstecken, damit gute Gruppierung passiert. Und vor allen Dingen das Vorwissen, das, was uns Menschen so auszeichnet, das ist nicht besonders stark. Es ist sehr schwierig, Vorwissen wirklich in ein Computersystem reinzubringen. Es gab ein großes Projekt in den 90er Jahren in der künstlichen Intelligenz, die das sogenannte Background Knowledge, das Hintergrundwissen, erfassen wollten. Die sind gescheitert nach 10 Jahren. Heutzutage macht man das anders. Damals haben sie nämlich versucht, explizit sozusagen aufzulisten, was kann denn passieren. Aber der Kontext, der Zusammenhang, wo ich in der Lage war, gerade dieses eine Bild zu interpretieren und relativ viel reinzulesen, da ist es sehr schwierig für den Computer. Und was man heutzutage macht, ist, man trainiert, genau wie auch Menschen trainieren an Lernbeispielen. Allerdings brauchen wir sehr viele. Und wenn ich jetzt mal gucke, was kann denn, ist denn gut für einen Computer sehen? Je eingeschränkter das Szenario natürlich, also je weniger Vorwissen und Kontext ich brauche, umso besser funktioniert das. Handlungen können wir ableiten, aber auch oft nur sehr getrieben, also eingeschränkt. Aber wenn, dann schnell. Und wenn ich das jetzt mal hier als Computer sehen würde, dann hätte ich hier ein kleines Fenster und ich laufe hier sozusagen hier drüber und der Computer muss dies alles zusammensetzen und erst ganz zum Schluss würde praktisch dann das Bild entstehen und das ist im Prinzip das, was es schwieriger macht, dieses Zusammensetzen der einzelnen Merkmale zum gesamten holistischen Ansatz. Wenn wir jetzt mal die beiden vergleichen, so richtig fair ist das nicht, es ist auch sehr vereinfacht, aber wir können sagen, Menschen sind sehr erfolgreich in der Interpretation einer Szene. Sie können aus sehr wenigen Beispielen extrem komplexe Situationen erkennen und auch lernen. Auch Kleinkinder sehen Objekte nur sehr wenig und wissen dann, das ist das. Also die Zuweisung von Wissen zu solchen Objekten passiert dort sehr gut. Wir können eben qualitativ auch sehr gut interpretieren, komplexe Zusammenhänge, aber so vermessen sind wir nur mittelgut. Und relativ gesehen langsam in der Reaktion. Wir werden nachher noch Beispiele sehen. Maschine ist im Prinzip das genaue Gegenteil. Gut in der qualitativen Vermessung, schnelle Verarbeitung, schnelle Reaktion, wenn aber die Schlüsse sozusagen, die geschlossen wurden, richtig sind. Das ist dann die Schwierigkeit. Um Schlüsse ziehen zu können, um Interpretation von Szenen zu machen, brauchen wir sehr viele Beispiele. Wir werden nachher Beispiele sehen, wo Millionen von Lernbeispielen benötigt werden, um bestimmte Sachen gut zu machen. Und so allgemeine Szenen ohne Einschränkung ist echt schwierig. Und jetzt möchte ich Ihnen einige Beispiele bringen, die aus dem Bereich, ich hoffe, es wird nicht zu laut, der quantitativen Analyse kommen, so Industrieszenen. Qualitätskontrolle ist ein Beispiel hier. Und hier geht es darum, ich habe einfach nur ein Beispiel, ein Werbefilm rausgenommen aus dem Internet. Sortierung von Datteln. Ja, es gibt tausende von Objekten, die werden alle sortiert. Und Datteln sind natürlich nicht besonders teuer. Das heißt, man muss sehr effizient sein. Cent pro Stück sozusagen darf nicht teuer sein. Was wir also hier haben, ist ein System, das sortiert vor. Und jetzt wird jede einzelne Frucht überprüft. Bestimmte Merkmale für diese Frucht, wie zum Beispiel
Buntheit oder ob zum Beispiel das, die Haut lose ist. Das ist das Analyseverfahren, was sagt, gut oder schlecht. Und dann geht es durch den Prozess und irgendwann wird es abgeschossen. Das geht richtig schnell. Dann können noch mehrere Merkmale genommen werden und wir können das hier mal stoppen. Und man sieht also ein klassisches Beispiel, es gibt noch andere schöne Beispiele, zum Beispiel in der Sortierung von Altstoffen, dann blasen die in extremer Geschwindigkeit so Glasbläschen verschiedener Farben in verschiedene Buckets. Also das ist etwas, was für einen Mensch echt Knechterei ist, aber ganz gut für einen Computer. Zweites Beispiel. Pfannkuchen sortieren und in ein Päckchen packen. Ja? Da geht ein bisschen Greifen mit rein. Das heißt, wir haben hier, da kommt aus dem Ofen, kommen die Pfannkuchen, die liegen irgendwie so da drauf. Und jetzt kommt der Picker. Der Picker, der sortiert mit Bildverarbeitung und eben Platzierung, macht er in großer Geschwindigkeit Häufchen. Das ist er, Mr. Picker. Und dann ist natürlich Bildverarbeitung dabei, die sortiert und sagt ihm, wo er den eingreifen muss. Da gibt es auch noch Label. Auf welchen Stack wird das gepackt? Naja, und das kommt dann nachher in die Tüte und Sie kriegen es verkauft. Auch hier geht es um Preis. Das darf nichts kosten. Jetzt ein Beispiel, wo es ein bisschen komplexer wird. Aber ich muss warnen, das ist ein Werbebeispiel. Vielleicht kennen Sie es auch schon. Schade, dass Thomas Wilke nicht da ist. Das ist nämlich Tischtennisspieler. Der Kuka-Roboterarm Agilus gegen Timo Boll. Der heißt er genau, ja, der Nummer 1 im Prinzip. Ja. Was passieren soll, ist, dass der Roboter Tischtennis spielt und Timo Boll schlägt. Klappt natürlich nicht. Ich muss auch sagen, da ist viel gemacht. Aber ich finde es trotzdem ganz nett, weil es zeigt die Reaktionsgeschwindigkeiten zumindest. Ich lasse mal laufen. Es ist ein echtes Werbevideo. Er kann natürlich umgehen mit dem Teil. Da kommt dein Kontrahent. Der kann das auch. Aber das ist alles handprogrammiert. Also muss man aufpassen. Ne? Und jetzt geht's los. Ich stopp das mal. Das geht so weiter. Ist natürlich echt gefaked. Also wenn man weiß, wie Timo Boll spielt, das war echt so Angabe. Ne? So. Aber immerhin, der Roboter war schon ganz schön gut. Das zeigt, trotz eines sehr noch immer restriktiven Szenarios, kann der Roboter relativ schnell agieren. Ne? Und der kann extrem präzise arbeiten. Das heißt, wenn er immer dieselben Aufschlagen macht, dann landet der Ball immer an derselben Stelle. Und das ist schon, das sagte Timo Boll im Interview auch, das würde er auch gerne können. Ne? Immer so ganz kurz vor der Ecke. Ne? Also, das ist so eine Art, halb gut. Und jetzt gehe ich mal in die Werbephase für Daimler. Es gibt einen Werbespot. Sie kennen auch einen anderen Werbespot, der ist mit so einem Clown. Da geht es um vollautomatisches Bremsen. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass Daimler inzwischen in der Serie einen vollautomatischen Bremsassistent hat, der auch autonom bremst. Ich lasse das mal spielen. A car that can actually see like a human using stereoscopic cameras and even stop itself if it has to. The technology may be hard to imagine, but why you would want it is not. The 2014 E-Class. It doesn't just see the future, it is the future. Ja, und darum soll es eigentlich gehen. Also, es soll darum gehen, können wir mit einem Sehsystem, einem Computer Vision System, einmal das
Auto so steuern, dass wir solche Unfälle tatsächlich vermeiden. Und das geht. Und da wir hier bei uns relativ viel in der Richtung auch gemacht haben, habe ich mir die Freiheit genommen, das hier vorzuführen. Und jetzt zunächst erstmal, wie passiert denn das? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal Tiefenwahrnehmung. Das heißt, wir müssen wissen, wie weit ist dieses Mädchen vom Auto entfernt. Und der klassische Ansatz ist natürlich, wir als Menschen machen genau dasselbe. Wir beobachten die Szene und aufgrund der leicht unterschiedlichen Augenpositionen haben wir eine leicht unterschiedliche Verschiebung zwischen linken und rechten Auge. Das sieht man hier, der Gap ist hier weg. Das nennt man die Disparität, das heißt die Verschiebung zwischen den Bildern. Und daraus erschließt unser Sehsystem, nicht unser Gehirn, nachher nicht das Sehsystem, das Gehirn, die 3D-Wahrnehmung der Szene. Und genauso können wir das auch im Computer machen. Nehme ich mal ein monokulares Bild, das heißt, ich habe eine Bildfolge von einer einzigen Kamera. Selbst damit kann man was machen. Wenn Sie sich entsinnen, auch Hühner, ja, die haben Augen, die gucken nach da. Die können nicht stereoskopisch sehen, aber was machen die? Tak, 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 ja? Und dann machen sie immer zwei Ansichten und daraus erfahren sie auch die Welt. Und so kann man auch, wenn man die Kamera nur bewegt, kann man auch die Informationen darüber holen. Und das ist mal hier so visualisiert. Wir haben also hier eine Szene mit Merkmalen und diese Merkmale projizieren sich und Sie haben vielleicht gesehen, das ging so auseinander, das nennt man den optischen Fluss. Das heißt, aus dieser Information können wir Eigenbewegung erkennen, wie die Kamera gefahren ist und auch Fremdbewegung, wenn sich zwei Objekte unterschiedlich bewegen. Und das nennt man einmal die sogenannte Ego-Motion, das heißt, aus der Eigenbewegung der Umgebung kann ich feststellen, wie schnell ich mich bewege, wo ich bin. Und wir können auch noch relative Bewegung feststellen, wenn Objekte sich unabhängig bewegen. Und zum Beispiel das Mädchen, das auf die Straße gelaufen ist, hat eine klassische Links-nach-Rechts-Bewegung, Rechts-nach-Links-Bewegung von mir aus gesehen, läuft also in die Szene rein. Und das kann man auch mit einer einzigen Kamera schon erfahren. Aber genauer wird man, wenn man absolute Messungen hat, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Szene wieder mit meinen Merkmalen, aber ich habe nicht nur eine, sondern ich habe zwei Kameras, wie wir Menschen das auch haben. Und dann müssen wir die Zusammengehörigkeit zwischen diesen beiden Ansichten finden, das heißt, welches Merkmal gehört denn eigentlich zu welchem Raumpunkt? Wir nennen das Korrespondenz. Und wenn man das hat, dann kann man durch reine Triangulation die Tiefe bestimmen. Und jetzt habe ich eigentlich das, was ich brauche. Ich habe einmal die Entfernung zur Person, die 3D-Tiefe, und ich habe auch Bewegung. Und obwohl die Bewegung im Bild eigentlich erst nur zweidimensional war, aufgrund der Entfernung, habe ich jetzt auch eine dreidimensionale Bewegung. Eine echte Trajektorie, die sich im Raum bewegt. Und da kommt der Begriff her, Sixth Vision, den die Kollegen von Daimler geprägt haben, gleichzeitig Tiefe und Bewegung. Natürlich ist es immer noch im dreidimensionalen Raum, aber wir haben die Bewegung hinzugenommen. Und das Konzept ist eben, wir haben eine Stereokamera, die die Tiefe bestimmt. Dieser optische Fluss bestimmt die Bewegung. Und dann müssen wir noch Vorhersagen treffen. Es reicht nicht, dass ich sehe, das Kind ist auf der Straße, dann ist es zu spät. Ich muss bremsen, bevor das Kind auf der Straße ist. Ich muss also vorhersagen, das, was wir Menschen auch machen, wie bewegt sich dieses Objekt? Wann ist es wo? Und zum Beispiel, wo ist es in einer halben Sekunde? Und genau das macht dieses System. Es analysiert die Bewegung, die Entfernung und dann sagt es voraus mit einem sogenannten Kalman-Filter, wo es in einer halben Sekunde sein würde. Und daraufhin können wir agieren. Wir gewinnen also eine halbe Sekunde an Zeit, um damit zu arbeiten. Die Vorhersage mit dieser halben Sekunde erlaubt deshalb reaktionsschnelles Handeln. Und das ist ja ganz wichtig. Wir wollten ja schneller sein als der menschliche Fahrer. Das ist also dieses Konzept. Und das hier fing es an, so fing es an, das ist hier auf dem Hof. 2001 haben wir sogenannte Partikelverfolgung gemacht hier. Man sieht hier diese Person, die hat solche roten Punktchen, das sind diese Punkte der Merkmale, die verfolgt werden. Und hier wird analysiert, einmal gibt es hier Punkte auf den Objekten, das ist die sogenannte starre Bewegung und dann die unabhängige Bewegung dieser Person. Und das wurde dann in einen Versuchsträger eingebaut, das war damals noch nur eine Kamera. Und das ist eines der Ergebnisse hier von damals, wie zum Beispiel jetzt hier natürlich gestellt, jetzt kommt ein Kind, zack, der Ball. Und das rote Blitzen bedeutet, sofort nachdem ich gesehen habe, was passiert, kann ich vorhersagen, wo das Kind sein wird, das wird hier diese roten kleinen Pfeilchen sein. Der Ball zum Beispiel, der kriegt so einen kleinen Pfeil da,
und das Kind auch. Also wir haben hier Vorhersagen über die Bewegung und daraufhin können wir agieren. Und das wurde jetzt, wir sind jetzt nicht mehr unmittelbar beteiligt, aber das wurde dann von Daimler immer weiterentwickelt zu einem wirklich bemerkenswerten System. Und ich zeige Ihnen jetzt Folien, die mir der Kollege Uwe Franke gegeben hat. Der Dr. Rabe, der hat hier bei uns promoviert, hat dieses Six-Division-System also im Prinzip hier als Teil seiner Dissertation auch entwickelt. Die klassische Situation, wie wir es gerade schon hatten, da hat er sich versteckt, der Herr Rabe, und läuft über die Straße. Und das Auto muss reagieren. Und wie ich das schon erklärt habe, wir haben einmal die 3D-Punkte, die sind hier farbkodiert, rot sind ganz nahe Punkte, grün sind weiter weg. Und hier hat man die Bewegung, wo hier schon eine Vorhersage gemacht wird, wie er sich denn bewegen wird, diese Pfeile. Und zwar, wo wird er denn sein in einer halben Sekunde oder wo wird er in einer Sekunde sein? Und daraufhin kann reagiert werden. Das Ganze ist inzwischen in einem kompakten System eingebaut in den Autos. Hier sieht man die zwei Kameras, die benutzt werden. Das ist unter der innerhalb der Windschutzscheibe eingebaut praktisch. Und was man sieht, ist rechtes Bild und linkes Bild. Das sind die beiden Bilder, die wir hier vorhin auch gesehen haben, wie das Auge sehen würde. Und Sie sehen, vorne ist die Bewegung viel größer als hinten. Hinten bewegt sich fast nichts. Und diese entsprechende Information benutzen wir, um die Tiefe zu messen. Und jetzt kriegen wir ein sogenanntes Tiefenbild, wo die Farbe wieder eingefärbt ist, die Entfernung. Rot ist nah, grün ist weit weg. Und man kann das in ein komplettes 3D-Modell umwandeln. Ja. So sieht das dann aus, so linienbasierte Linien, und dann sieht man hier, das ist der ganze Boden, sehr genau gemessen. Hier sind die Autos natürlich nicht vollständig, dahinter kann man nicht sehen, das ist aber auch unwichtig. So würde das System nie gucken, aber wir können trotzdem analysieren, dass dort eine Person auf der Straße ist. Und das Interessante ist, dass das, was vor 10 Jahren noch richtig lange gerechnet hat, ist heutzutage in einem FPGA im Auto fertig eingebaut. Das System wird von Bosch verkauft und man kann es praktisch hier einsetzen. Der nächste Schritt war, ja, Bewegung, tief allein reicht nicht, Bewegung ist wichtig. Und ich möchte Ihnen hier zwei Szenen zeigen. Das Auto, da kommt jetzt ein Auto auf uns zu und ich möchte Sie fragen, ob das Auto gleich abbiegen wird oder nicht. Das ist natürlich fast eine rhetorische Frage. Gucken Sie mal hin. So, biegt es ab? Ja, gerade so gesehen. Das Auto kann das, das Auge kann das auch, aber der Computer kann es eben auch. Der kann inzwischen aus dieser kleinen Bewegung, kann er schon analysieren, wie das Auto fahren wird. Also er kriegt hier diese halbe Sekunde Vorlauf und man sieht schon, es biegt ab und das würde zu einem Bremsvorgang führen, obwohl man ja eigentlich Vorfahrt hat. Der biegt einfach ab. Und so sieht das dann aus. Das ist also praktisch die Prädiktion des auf dem Boden liegenden Trajektorie. Jetzt machen wir eine zweite Szene. Gucken Sie genau hin, was da passiert. Wieder ein Auto. Kritisch oder nicht? Nein? Wirklich nicht? Da. Da kommt eine Person hinter dem Auto. Und das System hat das erkannt. Ja, sieht also hier die Voraussage und obwohl das Auto ist unproblematisch, hier, der kommt raus und der würde erlegt werden, wenn man weiterfahren würde. Ja, das ist der Vorteil, diese beiden zu kombinieren, Tiefe und Entfernung und Bewegung. Also, und das ist eben das Credo eben, gleichzeitig Ort und Bewegung wahrnehmen, um drohende Gefahren zu erkennen. Naja, das ist dann der Werbeslog dazu. Und das nochmal hier ein bisschen zusammengefasst. Man sieht hier, das ist wieder die Situation, da fängt jetzt sozusagen an, dass der Kopf rauskommt, unabhängige Bewegung. Wir machen das hier mal an so einem kleinen Gimmick. Und was passiert ist, wir haben hier einen Punkt und jetzt bewegt er sich hier. Das heißt, hier kriegt er jetzt die Trajektorie. Den machen wir hier mal mit. Und wenn ich 3, 4 solche Schlüssel habe, dann reicht das schon. Und ein Schlüssel ist in 40 Millisekunden, also 20 Hertz wird das normalerweise ausgeführt. Das heißt, nach 80 Millisekunden bin ich schon in der Lage, vorherzusagen. Und natürlich werde ich sicherer, je mehr Informationen ich habe. Und der Kalman-Filter sagt dann jetzt, da geht's lang. Das ist nochmal die Situation, die wir gerade hatten. Hier fahren wir jetzt und jetzt kommt er gleich, zack, da haben Sie gesehen, so schnell geht das. Da kann man gar nicht so schnell gucken. Das heißt, er schafft das System innerhalb von wenigen
100 Millisekunden, schon nach 80 Millisekunden kommen die ersten Hinweise, Achtung, da ist was faul. Nach 160 Millisekunden ist schon gesagt, so, jetzt stopp mal. Wir sind also frühestens hier in der Lage, irgendwas zu tun. Und da muss auch noch der Fuß losgehen. Jetzt einige Situationen. Das hat mir Herr Franke gesagt, ist eine Praktikantin gewesen, das war ihr letzter Tag. Und sie durfte jetzt Fahrrad fahren. Das ist echt hart. Aber das Auto sieht das hier. Und das ist die Analyse. Die gibt ihm gleich, das ist hier die Tiefenkarte hier, das 3D-Modell, da geht es lang und das Auto hört dann gleich auf zu bremsen. Ja, also ist immer noch lebendig und gesund, die Frau. Manchmal kann man nicht mehr bremsen. Wenn das Hindernis zu knapp ist, dann hat man verloren. Selbst Bremsen würde nichts mehr nutzen. Aber man kann eventuell ausweichen. Wenn also links genug Platz ist, dann ist es ja wirklich möglich, drumherum zu fahren. Und das wurde auch probiert. Natürlich nicht mit wahren, echten Personen, sondern mit Dummies. Da war es wirklich so ganz knapp. Und das Auto bleibt in der Spur. Das guckt hier, die Spur verlässt es nicht. Und jetzt nochmal die Sicht des Autosystems. Zack. Ja, okay. Also das sind Dinge, die schon mehr sind als nur Bremsen. Das ist noch nicht erlaubt auf deutschen Straßen. Also solchen Eingriff könnte ja ein Risiko eines Unfalls bergen und im Augenblick ist das natürlich nicht erlaubt, weil was würde passieren, wenn ein Unfall passiert mit Todesfolge, wird dann der Hersteller des Autos verklagt. Das ist also ein großes Problem, aber vielleicht ist Ihnen gar nicht bewusst, dass heutzutage immer schon eingegriffen wird in die Steuerung. In dem Moment, in dem Sie schneller sind mit Ihrer Autosteuerung, als der Mensch überhaupt reagieren kann, ist es erlaubt. Zum Beispiel ESP, die Schleuder, Anti-Schleuder-Programm, bremst die Reifen und steuert damit die Bewegung des Autos. Allerdings nur im kleinen Rahmen. Aber auch das ist ein Eingriff in die Steuerung. Und es gibt ja immer dieses Drive-by-Wire und so weiter, kommt dann, wo tatsächlich demnächst wirklich eingegriffen werden wird. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Was brauchen wir noch mehr? Denn die Vision ist ja noch mehr. Also erstmal habe ich hier nur diese Punktwolke hier und man muss erstmal sagen, okay, das ist schon herausfordernd genug. Alle 40 Millisekunden kriegen wir 500.000 3D-Punkte. Die im Rechner zu verarbeiten, aber nicht einen großen PC, sondern ein kleines Embedded-System, das ist eine Herausforderung. Und was muss damit gemacht werden? Es muss erkannt werden, dass Hindernisse auf die Straße gehen. Es müssen die ganzen anderen Autos erfasst werden und verfolgt werden. Es muss eine Fußgängererfassung gemacht werden. Es muss erkannt werden, wo ich langfahre und es muss auch noch gesagt werden, ist denn der Raum frei? Und das muss alles möglichst in einem kleinen System, in einem Embedded-System passieren. Das ist herausfordernd. Und was man deshalb macht, was die Leute dort sich ausgedacht haben, was ich sehr gut finde, ist eine sogenannte Superpixel-Repräsentation, wie so ein Gartenzaun. Denn was wichtig ist für diese Situation ist, ich will wissen, was vor mir frei ist. Und alles, was anders ist, das sozusagen, da stelle ich Zäune auf. Und diese Zäune sind jetzt nur noch ganz wenige Elemente. Das Einzige, was ich brauche, ist da unten diese Kante, denn alles das hier ist freier Raum. Und ich muss wissen, wo sind diese Objekte. Eventuell muss ich auch noch wissen, dass das ein gruppiertes Objekt ist, das ist ein gruppiertes Objekt und so weiter. Und man kommt von den 500.000 Punkten zu 500 bis 1.000 sogenannte Stixels, Stickpixels oder Superpixels. Und das ist eine gute Idee gewesen, denn plötzlich kann man die Datenmenge extrem reduzieren und kann damit weiterarbeiten. Und das ist mal eine typische Situation, so sieht so eine Stixelwelt aus, hier kommen also Autos, die fahren hier durch, ja, und jedes von diesen Autos, die haben verschiedene Farben, da muss man also auch die Bewegung analysieren, man muss die gruppieren und dann kann das Auto fahren. Ich glaube, ich habe gerade gemerkt, ich habe gerade ein Video übersprungen. Ich gehe noch einmal ganz kurz zurück. Das ist dieses Video im Original nämlich. Nee,
Irgendwie habe ich es verloren. Gut, okay. Hier ist nochmal eine Szene, Stixel-Szene. Und man sieht hier, es sind Motorradfahrer, die Autos, die werden alle gruppiert. Und das Computersystem sieht ja eigentlich viel weniger. Man muss jetzt erstmal das Bild wegnehmen, denn das Bild ist mal eine globale Repräsentation für den Menschen. Der Computer sieht lokal, der sieht nur diese Stixel. So sieht's aus. Und darauf müssen Sie interpretieren. Auf dieser Information müssen Sie alle Entscheidungen fällen nachher, plus vielleicht Entfernungsmessungen. Und das ist sehr herausfordernd und das Ziel ist, was ich Ihnen nachher zeigen möchte, ist vollautonom durch Heidelberg zu fahren oder über 100 Kilometer, über Landstraßen, Innenstadt, alles, Tag und Nacht. Und das haben die nämlich gemacht. Ne? Also hier ist diese Szene sozusagen, die Interpretation dieser Szene. Was ist das hier? Können Sie sehen, ne? Fußgänger. Da laufen die Fußgänger. Ne? Also da ist eine Ampel oder ist ein Fußgängerstreifen. Okay. Hier nochmal diesen Weg vom Pixel zum Stixel zusammengesetzt von 500.000 3D-Punkten, der in Echtzeit auf einem FPGA gerechnet wurde, zu dieser Repräsentation von weniger als 1000 Werten. Dann werden an diese Objekte, die werden gruppiert nach ihrer Entfernung und nach ihrer Bewegung, kriegen also hier Bewegungsvektoren, damit ich meinen 6D-Ansatz habe. Und dann können wir auch noch klassifizieren. Wir können also zum Beispiel sagen, okay, ich erkenne, das sind Autos. Und das sind unterschiedliche Autos. Und ich kenne auch, sind die vor mir, fahren die in meine Richtung oder kommen die mir entgegen? Und ich kann noch viel mehr machen, ich muss auch viel mehr machen, zum Beispiel Fußgänger erkennen und solche Dinge. Und das ist der nächste Schritt und da kommt dieses Lernen rein. Fußgänger sind deformierbare Objekte, die mit sehr viel Variabilität sind. Ja? Aber trotzdem sind wir sehr gut in der Lage, Fußgänger zu erkennen. Und das Auto muss das System muss das schaffen. Erstmal hat man den Input, dann wird bestimmte Hypothesen aufgestellt, es wird gruppiert, dann wird tatsächlich klassifiziert und dann werden die Objekte, die jetzt Fußgänger sind, verfolgt. Und um das zu machen, werden große Lernstichproben aufgebaut. Zum Beispiel gibt es hier eine Datenbank von über 2 Millionen annotierten Bildern, die sowohl Fußgänger oder Personen mit Farbe und Tiefe haben, wie auch Nicht-Fußgänger. Das ist ganz wichtig. Was ist also das Negativbeispiel hier zu gruppieren? Und wenn man das zuverlässig kann, dann kann man zum Beispiel unterscheiden, ob da am Straßenrand zum Beispiel eine Mülltonne steht oder ob da ein Fußgänger ist, der jetzt gerade über die Straße geht. Und selbst diese kleinen Bewegungen, ja, wenn ein Fußgänger so steht, dann ist schon klar, der will gleich loslaufen. Das kann man interpretieren. Wenn ein Fußgänger so steht, dann ist das schon wieder anders. Das heißt, diese feinen Nuancen müssen erkannt werden, damit kein Unfall passiert. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele, also hier zum Beispiel, ich hatte auch schon Schwierigkeiten da, das ist auch ein Fußgänger, ja, und da kommt noch einer. Gucken wir mal an, wie das aussieht. Jetzt haben wir hier Farbe und Tiefe wieder von unserer Szene, hier sind die Fußgänger, und da kommt ein Fußgänger und der macht jetzt was Böses, der läuft jetzt über die Straße, ja, und dann haben wir ihn wieder gefangen, weil wir nämlich die Farbe, die Bewegung und die Tiefe kennen. Wir haben erkannt, es ist ein Fußgänger und können dann entsprechende Aktionen davon ableiten. Und wenn das jetzt weitergeht und wir wollen wirklich ein Auto durch einen Verkehr steuern, dann müssen wir nicht nur die Fußgänger von den Mülltonnen unterscheiden oder die Bewegung der Fußgänger erkennen. Wir müssen auch natürlich alle Verkehrsschilder interpretieren und erstmal finden. Und wir müssen vor allen Dingen Ampeln finden und interpretieren. Und das ist keine einfache Aufgabe, weil Ampeln sind zum Beispiel in diesem Bild sehr klein und stehen voll gegen Gegenlicht. Sie brauchen also sehr gute Sensorik, die das macht. Hier zum Beispiel ist da also auch eine Ampel, man sieht eigentlich fast nichts. Ja? Oder hier, die Situation, da hinten ist die Ampel und Sie müssen jetzt reagieren, weil Sie nämlich mit 100 Stundenkilometer auf die Ampel zufahren. Ja? Also es reicht nicht, wenn man 10 Meter vorher anfängt, sie zu erkennen und zu bremsen, dann ist es zu spät. Und Sie müssen auch wissen, welche von den vielen Ampeln ist eigentlich meine. Bin ich jetzt auf dieser Spur, bin ich auf der Linksabbiegerspur, ja, dann habe ich verschiedene Ampelsituationen. Und das ist natürlich etwas, was im Augenblick noch nicht vollautomatisch funktioniert. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, was die Leute gemacht haben, um das zu beherrschen. Jetzt erstmal ein Beispiel für eine Fahrt. Man fährt hier durch und da ist schon die Ampel erkannt, ja.
Und jetzt werden die Ampeln hier überprüft. Natürlich steht das Auto davor auch, das heißt, man bremst und dann guckt man, ob es dann irgendwann mal grün wird und dann fährt man weiter. Und das muss alles vollautomatisch passieren, ohne dass man, dass da jemand die Hände drückt. Und was auch nicht passieren darf, ist, stellen Sie sich vor, da läuft einer noch, es wird gerade gelb für den Fußgänger oder es wird rot und der läuft noch schnell rüber und die Ampel ist grün. Dürfen Sie nicht losfahren. Sie müssen erkennen, dass der Fußgänger da ist. Und Ampeln, okay, das ist eine einfache Ampel. Das hier ist schon schwieriger. Ja, man sieht da, vielleicht ist es das oder ist es nur eine Reflexion, ist die Ampel aus. Das hier ist eine fiese Ampel, die hat nämlich nur zwei Zustände und da sieht man gerade so ein bisschen rot. Und das ist, ich kann gar nicht sagen, was es ist. Und das sind echte Bilder und die Situation ist, diese Bilder müssen interpretiert werden. Das ist also eine harte Herausforderung. Ach, sehen Sie, da ist das Video hingekommen, was ich Ihnen vorhin zeigen wollte. Das ist, glaube ich, habe ich aus Versehen verschoben. Die Szene, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe mit den Stixels, mit den entgegenkommenden Autos, die ist hier nochmal dargestellt, wo man hier ein entgegenkommendes Auto hat. Hier ist ein Auto, was steht. Ja, und dann müssen wir gucken, was hier passiert. Und man kann hier unten immer, ist immer dran geschrieben, der bewegt sich praktisch nicht, der mit 8,5 Stundenkilometer. Sie können also vorhersagen, wie sich dieses Auto bewegt und ob Sie jetzt fahren dürfen oder nicht. Jetzt müssen Sie die Situation abwarten. Ne? So, und jetzt kann man anfangen zu fahren. Aber da kommt schon das Nächste. Ja? Also ist eine Entscheidung fällig, fahre ich durch oder nicht? Ja, ich traue mich. Das ist schon herausfordernd. Okay, und da kommen die ganzen anderen Autos. Alle diese Situationen treten auf, wenn man ein vollautonomes Fahren machen möchte. Das ist die Vision eines vollautonomen Autos aus den 50ern. Also das gibt es schon ziemlich lange. Man möchte natürlich, dass das alles so schön fährt. Hier wurde das so gelöst, dass die auf solchen Rails fahren, also elektromagnetisch gesteuert. Aber das ist natürlich nicht das Wahre. Und es gibt natürlich viele Autos, die sowas schon, viele Firmen und Autos, die sowas auch schon können. Das ist ein ganzer Van vollgestopft und da oben sitzt der Velo dahin. Das ist ein 3D-Laserscanner, der die Umgebung analysiert. Und wenn man mal genau guckt, hier sind auch andere Fahrzeuge. Der größte, sagen wir mal, wo am meisten drüber geredet wird, ist Google. Google Cars, die sagen ja auch, ja, ich kann überall autonom fahren. Aber die haben alle so ein Ding auf dem Dach. Ja, und dieses Ding, es ist ein 64 Laserbeam Velodyne, ein Laserscanner, der die ganze Zeit die Umgebung abscannt. Und was man für dieses Fahren braucht, ist ein vollständiges 3D-Modell der Umgebung. Echt 3D. Ne? Alle Objekte müssen drin sein. Und dann kann man daraus schließen. Ja, aber VW zum Beispiel ist auch aktiv da, also es gibt viele. Und immer mehr machen da mit. Und Daimler hat sich jetzt zum Ziel gesetzt gehabt hier, eher ein, sag mal, Serienklasse-Auto mit Zusatzsensorik, aber ohne diesen Hut obendrauf zu haben. Und das Experiment, was Sie sich im letzten Jahr, oder das lief über zwei Jahre gewählt haben, war die Route, die Bertha Benz 1888 als erste Überlandfahrt der Welt mit dieser Motorkutsche da gemacht hat, nachzuvollziehen. Die ist von Mannheim bis Pforzheim gefahren. Und das geht durch Heidelberg durch und so weiter, auf Landstraßen, durch innerstädtischen Verkehr und das sollte autonom gemacht werden, ohne dass man einmal ans Steuer packt. Und natürlich, die Situation, können Sie sich vorstellen, das sind alles typische Situationen, die so auftreten können, die beherrscht werden müssen. Und dazu braucht man mehr als nur Sensorik. Wir haben natürlich die Sensoren, wir haben die Aktuatoren, also das Steuern des Autos und dazwischen ist das, was hier Artificial Intelligence genannt wurde oder wird. Das ist eine annotierte Karte mit vielen Zusatzinformationen. Und dazu braucht man erstmal die Sensorik des Autos. Das Auto hat Inertialsensoren, Trägheit und so weiter. Es hat ein GPS, ziemlich genau ein DGPS, um zu wissen, wo es ist, aber das ist nicht genau genug. Die Stereokamera benutzt dann eine Karte von den Straßen, die sehr hochgenau ist. Die wurde handgefertigt für dieses Projekt. Die wurde sozusagen überlagert über die normalen Straßenkarte für eine Lokalisierung. Da kommt dann mehr dazu, zum Beispiel sogenannte Features, Merkmale, von denen ich genau weiß, wie zum Beispiel auch zum Beispiel Verkehrsschilder, die gut zu erkennen sind, sind auch Features, da weiß ich exakt genau auf dem Zentimeter, wo die stehen. Dann
habe ich Radar, das haben aber heutzutage die Autos eigentlich immer, Abstandsradar, nach vorne und hinten, um überhaupt so Basisaktivitäten zu steuern. Dies ist aber nicht sehr genau. Und dann gibt es die Objekterkennung, da haben wir drüber geredet. Und es gibt die Karte mit den tatsächlich eingezeichneten Ampeln. Das kann man noch nicht so. Das heißt, die wurden alle eingezeichnet. Welche Ampel ist wo, damit man zumindest weiß, was da ist. Aber trotzdem muss man sie noch erkennen. Das Auto wird also gesteuert durch diese Information, kriegt dann einen Weg vorgegeben und fährt dann. Und die Sensoren, die hier eingebaut waren, sind also wie gesagt einmal verschiedene Sensorsysteme, für Radarsysteme für Abstandshalten. Dann Kameras, und zwar eine Kamera, die nach vorne guckt, mit einem großen Öffnungswinkel für die Ampeln und für die Verkehrsschilder. Und auch nach hinten, um zu kontrollieren, wo man ist. Und dann noch den Stereosensor, den wir genau besprochen haben, der jetzt die Verdeckungsrechnung macht, die Abstandsrechnung und sowas. Und darauf wurde dann Zusatzinformation, wie zum Beispiel eine Karte mit ganz genauen Informationen, Annotationen gemacht, das wurde vom Git gemacht hier, wo man genau sich darauf verlassen kann, auf mehrere wenige Zentimeter genau. Das ist natürlich etwas, was normalerweise nicht ist, das ist dann sozusagen das Äquivalent von dem 3D-Modell, das bei Google verwendet wird, aber trotzdem, das konnte man hier verwenden. Und dann wird natürlich der Fluss berechnet, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Und das ist jetzt mal die Szene, so sieht das aus. Sie sehen diese Linien, das passt ziemlich gut, ja, auf wenige Zentimeter. Das ist die Rückfahrkamera, die sieht sozusagen, wo ich bin. Und das hier ist sozusagen eine Repräsentation der Karte. Hier gibt es verschiedene. Die Information, wo das Auto ist, aufgrund des GPS. Die Lane-Lokalisierung, das ist wie so eine Art Schiene hier, ja. Man sieht, das Weiß rutscht manchmal ab und dann wird es wieder draufgesetzt. Dann die Feature-Lokalisierung, bestimmte Merkmale und dann alles zusammen fusioniert, das ergibt dann die Position des Autos hier auf dieser Straße. Trotzdem, selbst wenn man dieses hätte, hat man ja die ganzen Verkehrsteilnehmer. Das würde nur ausreichen, um das Ding durchfahren zu lassen, wie auf so einer Schiene. Aber jetzt müssen natürlich die ganzen aktiven Mechanismen greifen, wie die Kontrolle der Fußgänger, der anderen Autos und so weiter. So, und ich komme jetzt schon zu dem letzten Video, was ich hier habe. Da geht es nochmal, das ist ein Video, was die Forschungsabteilung gedreht hat, über dieses Projekt, eine kleine Zusammenfassung, was da alles drinsteckt. Und das lasse ich mal laufen, das kommentiert sich von selber. Wir wollten ein realistisches Bild davon bekommen, was es braucht, um ein Auto autonom auf Überland- und Stadtstraßen fahren zu lassen. Und wir haben gesagt, lass es uns einfach mal ausprobieren. Auf 100 Kilometer im ganz normalen Verkehr. Mit einer Technik, die gar nicht so weit entfernt ist von dem, was in einer S-Klasse heute schon vorhanden ist. Und wir haben die Strecke genommen, auf der Bertha Benz vor 125 Jahren Geschichte geschrieben hat, mit der ersten Überlandfahrt der Welt. Die Herausforderungen waren gewaltig. Von der kleinsten Gasse bis zur Bundesstraße, vom Dorf bis in die Großstadt war alles dabei. Normale Navigationssysteme sind einfach fürs autonome Fahren viel zu ungenau. Wir brauchen eine exakte Lokalisierung und wir brauchen eine hochgenaue Karte, damit wir auf der ganzen Strecke exakt wissen, wo befinden wir uns. Und deshalb verwenden wir Kameras, mit denen wir markante Punkte in der Umgebung aufnehmen und daraus zentimetergenau unsere Position berechnen können. Wir müssen jedes Ampelsignal zu jeder Zeit und zu jeden Wetterbedingungen richtig erkennen. Das Fahrzeug muss andere Verkehrsteilnehmer nicht nur erkennen, es muss auch vorausberechnen können, wo sie sich hinbewegen werden. Wir müssen dem Fahrzeug beibringen, aus den ganzen Daten die richtigen Manöver abzuleiten. Zuverlässig und in Bruchteilen von einer Sekunde. Ganz klar, das ist ein Forschungsprojekt. Bis zum Serieneinsatz wird es noch ein langer Weg sein, aber wir sind mit dem Projekt einen großen Schritt vorwärts gekommen.
Dieses Projekt lief, glaube ich, 2 Jahre und die sind diese Strecke 60 Mal gefahren, also 6000 Kilometer ohne einen einzigen Unfall und ohne einzugreifen. Die einzigen Eingreifungen, das Eingreifen, was Herr Franke mir erzählt hat, waren Situationen, wo zum Beispiel das Auto zu konservativ war. Es stand dann an der an einem Fußgängerüberweg und Kinder spielten dort. Die wollten aber nicht rübergehen. Das Auto hat gewartet, was ja eigentlich gut ist. Und das andere war so ein Laster, der auf der Straße stand und so ein Paketlaster. Und der stand so weit, dass das Auto sich nicht getraut hat, sozusagen das System zu überholen. Und dann haben die auch mal zugegriffen und sind daran vorbeigefahren. Aber das sind die einzigen Situationen. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Forschungsprojekt. Aber ich finde es sehr spannend. Das ist natürlich bei weitem nicht zu Ende. Ist die Frage, was denn alles noch kommt. Und jetzt nochmal am Ende zu der Frage, sehen Computer besser als der Mensch? Ich würde sagen natürlich, das können wir nicht so allgemein beantworten. Es gibt bestimmte Situationen, wo das funktioniert, also zum Beispiel Machine Vision, Qualitätskontrolle, solche Dinge, da sind die Systeme einfach gut. Das ist auch überhaupt kein Problem, das da einzusetzen. Und wie gesagt, wir haben bestimmte Szenarien, wo wir schon Assistenzfunktionen haben oder auch vollautonome Funktionen, jetzt wie zum Beispiel das Bremsen. Und Herr Franke hat mir auch erzählt, die haben das natürlich extrem getestet. Die Ausfallzeiten sozusagen, die Fehlerraten sind extrem, die Anforderungen sind extrem. Die müssen der Fehlerrate eines Menschen angepasst werden, eines erfahrenen Automobilisten. Und da ist irgendwas mit 10 hoch 7 zu 1 oder sowas, bevor ein Fehler passieren darf. Also es sind extreme Anforderungen. Und er hat mir auch erzählt, dass es bereits eine wirkliche Verhinderung eines relativ sicheren Todesfalls gab. Da ist der Testfahrer, die sind da gefahren mit dem System, jetzt nicht das Autonome, sondern also mit diesem Bremssystem. Da ist jemand auf die Straße gelaufen und das System hat gebremst und sonst wäre die Person wahrscheinlich tot gewesen. Also, da sind Sie natürlich stolz drauf. Wie gesagt, es gibt auch andere. Ich habe mich relativ stark auf Daimler hier beschränkt, weil natürlich wir hier diese langjährige Kooperation hatten. Und ich finde, es ist wirklich ein bemerkenswertes Projekt, weil nämlich Forschung, die vor 10, 15 Jahren begann, wirklich bis zur Serie gekommen ist jetzt und wirklich was bewirkt. Wo wir noch nicht sind, sind echte komplexe Entscheidungsprozesse. Das heißt, da selbst dieses Szenario ist ja sehr komplex, aber es ist eingegrenzt. Die Karte gibt uns viel Sicherheit. Das Vorwissen über die Szene ist in dieser Karte kodiert. Da konnte man das machen. In anderen Szenarien geht das eben nicht. Und natürlich werden die Systeme immer besser. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den illustrativen Vortrag. Wir haben natürlich hier auch Zeit für Fragen, also immer zu, wenn wir Fragen haben, was unklar geblieben ist, die Fragerunde ist eröffnet. Ja. Gab es auf der Strecke zum Beispiel unbeschränkte Bahnübergänge? Ich glaube, das ist ein Problem, was es hier viel gibt. Ja, unbeschränkter Bahnübergang ist ja eine Ampel. Ne? Das ist... Sie haben ja gesehen, das war sogar ein Zeichen, war das Ampelzeichen für einen unbeschränkten Bahnübergang, rot-grün. Ne? Also ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, das ist wie Ampel. Okay. Ja? Ich würde sagen, das geht. Da kamen wir jetzt erstmal da und da hinten. Ne? Ja, ja? Ja, gibt wo gar nichts ist oder was? Das weiß ich gar nicht genau, ja. Das heißt, da müssten die sozusagen ganz langsam auf die Kreuzung drauf fahren und gucken, ob das Auto kommt. Wie passiert das denn sonst? Ich weiß es gar nicht. Solche kenne ich eigentlich gar nicht. Langsam ranfahren und links, ja. Rechts gucken. Ja, genau. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Szenario, was nicht vorkam. Das kann gut sein. Ja? Ich habe eine Frage, wie ist es mit Fehlentscheidungen? Es kann ja auch sein, dass einer mal hinter dem Auto vorbeiguckt und denkt, oh, da kommt auch, dann sage ich mal, ja. Ja, also ich würde mal sagen, wenn der genügend Geschwindigkeit ist und der nimmt es nicht zurück, dann wird die Vorhersage gesagt, der wird wohl aus drin kommen, aber dann wird natürlich danach überprüft und dann hängt es davon ab, wie schnell der sich wieder zurückzieht, aber es könnte natürlich sein, dass er mal bremst. Ich kann mir nur vorstellen, dass es dann eine sehr ruckelige Fahrt wird, wenn immer wieder jemand kommt. Ja, aber wie oft ist das denn, dass Leute so hinter dir herkommen? Ne? Also das ist doch sehr selten.
Sie haben völlig recht, diese Dinge wurden auch extrem besprochen. Es darf kein System sein, was immer Fehlalarme liefert. Es gibt nämlich andere Systeme, ich will den nicht nennen, ich kenne ein anderes System, was sehr viele Fehlalarme liefert und dann wird das ausgeschaltet. Das ist bei Daimler nicht der Fall gewesen, bis jetzt zumindest. Also nochmal zu diesem Fehlalarm, ich habe auch irgendwie mal ein Video gesehen, wo halt Gräser in die Fahrbahn sozusagen und dann immer 3D-Reflektoren, also Reflektionen gegeben haben, dass auch dann auch mal reagiert hat, weil mit dem Wind mal ein Hindernis da, dann wieder nicht und sowas. Das ist natürlich, wo der Mensch mit der Erfahrung sagt, okay, da kann ich einfach durchfahren. Wir können sicherlich jede Menge Beispiele konstruieren. Ist völlig klar. Das ist ja auch ein Forschungsprojekt, ja. Aber es ist, sage ich mal, relativ weit gebracht worden, finde ich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Das ist ja ganz klar. Sie haben noch eine Frage. Sind die damit mal bei Regen gefahren? Ja. Regen, Schnee. Schöne Sache ist auch, das ist ja hinter der Windschutzscheibe Scheibenwischer. Es gibt auch so eine wunderbare Funktion, das System ist so genau, dass es Zehntel Pixel misst und den sogenannten, wie nennt man das, ist so ein Slider-Effekt. Das heißt, da wird das Auto, das Stereosystem nimmt diese Bewegung auf, setzt es aktiv in die Puffer vom Auto und das Auto fährt wie so auf so einer Schiene. Es funktioniert. Also das wird alles schon abgefangen. Das ist relativ einfach sogar im Verhältnis zu diesen unbeschränkten Situationen, was da passiert. Also das geht. Ja? Wie reagieren die Autos auf Fehler? Ich war am Montag mit Motorenentwickler dieser Firma unterwegs und der hat mir gesagt, dass in dem Navi, das er hat, Fehler sind. Das Auto bzw. das Navi wollte ihn auf eine Treppe nutzen. Das ist das Problem von falschen Karten. Ja. Den Fehler hat er der Firma oder den entsprechenden Leuten gemeldet. Ja, da müssen Sie wahrscheinlich Navtec anrufen. Das sind die Hersteller von den Karten. Das ist ganz klar. Ich habe auch so ein etwas veraltetes Navi. Da kriege ich manchmal auch immer das Problem, weil ich da irgendwo langgelaufen werde. Natürlich, wenn die Datenbasis, das ist das Vorwissen sozusagen, an dieser Stelle nicht stimmt, dann werden Sie natürlich umgeleitet. Deshalb ist diese Karte ja auch, die ist handmanufactured. Ne? Also, wie weit man kommt, das automatisch zu ziehen. Es ist ja immerhin schon so, wenn ich jetzt, ich habe mir ein neueres Navi jetzt gekauft, das hat ja, ist ja auch nichts Neues, aber das sagt mir genau, wo 30er-Zone ist und so weiter. Obwohl, da gibt es eine Strecke, wo 50 ist, das sagt das nicht. Aber natürlich ist es nur so gut, wie die Information ist, die reingeht. Völlig richtig. Hat aber mit dem System an sich nichts zu tun, ne? Sondern nur mit der Karte. Ja, Manfred? Ja, natürlich. Man sollte nicht eine Treppe runterfahren. Bei dem Film war ja tatsächlich ein Mensch noch zur Sicherheit auf dem Fahrersitz. Ja. Müssen Gesetze geändert werden, damit es irgendwann mal möglich ist, dass ja, ja. Ja, natürlich. Also das ist eine Sondergenehmigung natürlich gewesen für diese Strecke. Und es war immer die volle Verantwortung lag bei der Person, die da schwitzend auf diesem Sitz gesessen hat und wahrscheinlich solche Krämpfe nachher hatte. Sie sagten, das ist extrem anstrengend, so zu fahren. Man darf nicht eingreifen. Ne? Man will es ja. Manchmal fährt das Auto ja etwas anders als man selber. Oh, ja, und man darf nichts machen. Ne? Also natürlich ist das verboten, Autos einfach so fahren zu lassen, weil die Rechtslage völlig ungeklärt ist. Es gibt aber schon seit den 90er Jahren, da hat Dieckmanns in München, die haben autonome Autos fahren lassen, gibt es diese Debatte seit 1991, darf autonom ein Auto fahren oder nicht? Ne? Also da müssen Gesetze geändert werden. Ja. Irgendwo war da, ja? Wie ist das bei Baustellen? Die sind ja auch in keiner Karte drin. Ja, das schafft das System. Da waren auch Baustellen drin. Also was das System dann kann, ist diesen Lattenzaun, ja? Der kommt ja, es wird ja immer gemessen, darf ich noch durchfahren, der sogenannte freie Raum, der Free Space, der wird dann verengt. Und dann fährt das System durch diesen engeren Raum. Es ist ja nicht so, dass es immer nur wie so aus so einer Reling fährt, auf so einer Schiene, sondern es nutzt den ganzen freien Raum. Wenn der Raum natürlich zu ist, weil da ein Auto steht oder ein Park steht, dann irgendwann stoppt es mal, weil es berechnet, das kann es berechnen, dass es nicht mehr durchpasst. Ja. Und da waren auch solche Situationen bei. Ja. Sind immer noch so alle nicht basierte Karten,
Kamera ist das Beste, was man so nehmen kann. Ich habe jetzt noch so Radar mitgekriegt, wurde auch genommen. Ja. Ultraschallentfernung auch noch? Nee, Ultraschall nicht. Radar. Radar wird benutzt, um zum Beispiel die Abstandsmessung zu machen. Aber Radar ist nicht sehr auflösend. Ja? Und es gibt auch Probleme, zum Beispiel Radar und Schnee ist echt ein Problem, solche Sachen. Reflexionen, die dann Scheinreflexionen sind. Tatsächlich, die Kameras sind immer sogenannte High Dynamic Range Kameras, die einen extremen Bereich abdecken, damit man zum Beispiel diese Frontkamera für die Ampeln 100.000 zu 1 muss es mindestens haben als Verhältnis, damit sie die Ampeln noch sehen kann, obwohl das ja sonst alles übersteuert ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie hier eine Infrarotkamera für Nacht eingebaut haben, aber ich weiß, dass Sie in Ihren Standardsystemen eigentlich auch immer einen Infrarotmodus dabei haben. Ja, das ist, da wird dann auch zum Teil aktiv beleuchtet, Infrarot, um zu erkennen. Aber das ist alles visuell, würde ich mal sagen. Ne? Also die Steuerung der ganzen unerwarteten Dinge, sage ich mal jetzt, wenn jemand kam oder sowas, das wurde visuell gemacht. Die Steuerung des Autos, dass es fahren kann, sozusagen die Diffusion der Navigation, das wurde durch die Karte gemacht mit Merkmalen aus der Karte, also Feature-Extraktion. Ne? Das Auto hat sich sozusagen wie an so Seilen sozusagen an diesen Merkmalen entlang gehangelt und wusste da relativ genau, auf wenige Zentimeter genau, wo es ist. Aber die unerwarteten Dinge, die auf der Straße passieren, die sind mit Vision und mit dem Radar-Abstandssensor. Kein 3D-Laser, wie das zum Beispiel bei den anderen Systemen meistens ist. Ja. Etwas unabhängig von autonomem Fahren, wie sieht es denn mit dem Erkennen von Radarfallen aus? Das darf man ja nicht, ne? Oder wie war das? Ich weiß es nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wäre das wahrscheinlich relativ einfach umzusetzen von der Erkennung? Oder? Nein, die Radarfallen, die haben ja eine andere Wellenlänge als die Radare, die am Boden den Abstandsradar machen. Also ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ein Radarfall in den Radar von vorne rein scheint. Aber ich glaube, es sind ganz andere Wellenlängen. Aber das weiß ich einfach nicht, das kann ich nicht sagen. Aber es ist nicht so gebaut. Ja, noch Fragen? Ja. Mich würde mal interessieren, Sie sagten ja so, was der Anteil der Uni Kiel jetzt ist. Sie hatten ja gesagt, dass am Anfang haben Sie da viel mitgemacht und so, und dann haben Sie das alleine gemacht. Ja. Also es ist natürlich eine Arbeitsgruppe, Herr Franke, der Leiter der Arbeitsgruppe, ist nicht so groß, sind vielleicht 5, 6 Leute immer und dann holt er sich Teams ran von Universitäten. Und da ist von vielen Unis da was reingeflossen. Wir haben konkret, also mein erstes Forschungsprojekt, was ich hier gekriegt habe, 2000, habe ich von Herrn Franke gekriegt damals, das war genau dieses Projekt, das haben wir 4 Jahre lief das und dann haben wir Nachfolge gehabt bis 2011 sogar. Ja, also, aber da war zum Beispiel so, der Herr Rabe, der bei uns promoviert hat, hat konkret den Arbeitsplatz bei Daimler gehabt. Das heißt, wir haben uns zwar abgesprochen, dann diese letzte Phase zwischen 2008 und 2011, da haben sie das wirklich umgesetzt. Was wir gemacht haben ist, unsere Spezialität damals war, die monokulare Bewegungserkennung, das heißt aus einer einzelnen Kamera die Umgebung zu erkennen und Bewegung und Eigenbewegung und den sogenannten Kreuzungsassistenten zu bauen. Das heißt, da kommt was ins Auto und ich habe diese unabhängigen Bewegungen. Das war der erste Teil und dann auch Stereo, das heißt Erkennung von Entfernung. Aber da hat der Franke selber, die haben da extrem gute Sachen gemacht. Er hat sich zum Beispiel einen Algorithmus vom DLR geholt, von dem Heiko Hirschmiller, Semi-Global Matching, ein sehr bekannter Algorithmus. Und den haben sie, der braucht eigentlich viel Zeit. Ne? Und den haben sie dann mit einer Schweizer Firma, die Spezialisten in FPGAs sind, komplett umgestrickt, damit er nachher bei Bosch verkauft wird als solchen Sensor. So passiert das. Das heißt, Innovationen, die erst ganz langsam sind und allgemeine Ideen werden dann umgewandelt, dann sieht man, ja, das ist wichtig, das können wir nehmen, dann kommen andere da rein, dann kommen Firmen da rein, irgendwann wird es dann von Bosch übernommen, so als Zulieferer. Das ist der typische Prozess. Und ich würde mal sagen, wir haben das wissenschaftlich immer begleitet, aber natürlich ist das ein großes Potpourri. Ich habe immer auch die verschiedenen Leute da zitiert, die da natürlich aktiv dran teilgenommen haben. Aber trotzdem finde ich das schön, dass hier ein Teil zumindest dort einfließen konnte in die Gesamtstrategie, die natürlich viel größer ist. Ja. Das Ganze ist ja sehr darauf ausgerichtet, das so ähnlich zu machen, wie der Mensch das macht, oder möglichst noch besser.
Das ist für eine gewisse Übergangsphase auch sehr erstrebenswert, solange eben sowohl Mensch als auch Maschinen oder Roboter das Auto steuern. Mhm. Wie sieht es mit dem nächsten Schritt aus? Man kann sich auch gut vorstellen, dass praktisch die Gegenstände, die da unterwegs sind, dass jedes Kind irgendwie ein Chip oder sowas Hier, ne? Oder wie auch immer, Also, darüber ja eigentlich eine viel bessere Kommunikation auch möglich ist. Das passiert ja auch. Also das ist auch gerade, Herr Franke arbeitet auch viel zum Beispiel mit den Leuten von Google zusammen, die genau das auch machen, Informationen ins Auto zu bringen. Ja? Das heißt, Car-to-Car-Kommunikation wird gemacht. Das heißt, dass die Autos untereinander kommunizieren, um zum Beispiel Stauvorwarnung zu machen und solche Dinge. Auch das passiert, aber trotzdem braucht es irgendeine Sensorik. Ne? Manchmal ist es auch nur die Geschwindigkeit des Autos, es bremst, dann wird das nach hinten durchgeleitet. Also das sind jetzt die... Sag mal, die neuen Internet der Dinge-Geschichten, die in die Autos reinfließen. Und Autos sind ja wirklich oft wirklich Kommunikationseinheiten inzwischen. Wehe, es fällt der Kommunikationskanal aus, ne? Dann hat man auch Probleme. Also natürlich passiert das. Das heißt, Barken wurde viel diskutiert. Also haben die Verkehrszeichen, haben die Barken, sollen die Barken haben oder nicht, ist aber eine teure Geschichte. Ne? Also autonom fahren ist an der Stelle schon immer noch ganz gut, wenn man die entsprechenden Informationen hat aus dem Auto selber. Aber das ist eine Vernetzung. Das passiert im Augenblick schon. Ich habe auch eine Frage, und zwar, wenn wir so Systeme haben, wo relativ viel Software reingeht und die dann eventuell sicherheitskritisch angewendet wird, bei uns wird das ja alles noch vom TÜV abgenommen, solche Dinge. Mhm. Was ist die Erfahrung, wie der TÜV solche Software-Systeme, solche komplexen Software-Systeme überhaupt abnimmt? Das weiß ich nicht. Das ist natürlich, was gemacht wird, ist statistische Tests, Meantime Between Failure, solche Dinge, ja, und Fehlerratentests, dieses, was ich sagte, 10 hoch 7 zu 1 oder sowas. Das heißt, die müssen auch nachweisen mit extrem langen Fahrten, dass diese Systeme keine Ausreißer haben. Aber eine Sicherheit in dem Sinne, wie du sie vielleicht denkst, was in der Software ist, kann ich nicht so sagen. Ich glaube, ist es auch nicht. Aber vielleicht wüsste Dirk Nowotka mehr darüber, das weiß ich nicht genau. Ja. Da war noch, ja. Gibt es eigentlich auch Hersteller, die ihre Software dann quelloffen machen? Also sagen wir mal so, diese Dinge, die hier drin sind, sind quelloffen. Dieser SJM-Code als solches ist da. Diese optischen Flussverfahren sind da. Die Erkennerverfahren, das vom Dario Gravila zum Beispiel für die Fußgänger, sind da. Das sind Datenbanken. Aber wie es dann umgebaut wird, das wird dann komplett umgebaut, damit es wirklich die Sicherheit hat, zumindest die statistische Sicherheit, das wird natürlich, ist dann geheim. Aber es ist nicht so, dass Sie da nur im stillen Kämmerchen basteln, denn das könnten Sie gar nicht. Diese Gruppe von, sag ich mal, 6, 7 Leuten, da ist Herr Franke besonders gut. Auf der ganzen Welt holt er sich die Expertisen ran, stellt mal ein Auto dahin oder macht dies und ist deshalb ein Vernetzer und nimmt sich das. Ja, also da geht es eher in die andere Richtung, dass manche Kollegen dann gesagt haben, den lasse ich nicht mehr ins Haus, sozusagen, ja, weil sie das Gefühl haben, es geht in die andere Richtung. Also, aber ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Ne? Das Auto wird nicht offen, das liegt nicht so offen, sobald es dann richtig in die Vorentwicklung reingeht. Das ist ja Forschung erst, dann geht es in die Vorentwicklung, dann geht es in die Serie. Die Seriensachen haben nichts mehr mit dem zu tun, erstmal was man vorher als Software entwickelt hatte, das wurde komplett umgestrickt auf deren Bedürfnisse. Und das ist natürlich dann geheim. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, schönen Dank nochmal für die Diskussion. Ja, Dankeschön.